Die Bundesregierung hat nichts gegen die unsichere Beschäftigungsverhältnisse getan. Sie hat nichts getan, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter aufgeht. Die Rüstungsexporte steigen Jahr für Jahr. Sie hat jetzt mit dem Spitzel-Skandal völlig versagt. Aber immerhin, es sind viele Atomkraftwerke stillgelegt worden, als ursprünglich von Rot-Grün gedacht war. Aber selbstverständlich müssen alle Atomkraftwerke stillgelegt werden. Das Wahlprogramm der Linke hat das Motto 100% sozial. Darum geht es vor allem, den Mindestlohn von 10 Euro, weg mit der Leiharbeit, für eine deutliche Erhöhung der Grundsicherung, für eine ökologische Wende, das heißt eine andere Verkehrspolitik, die Stärkung des ÖPNVs, den Güterverkehr auf den Schienen zu verlegen, und finanziert werden soll es mit einer anderen Steuerpolitik. Also mit der jetzigen SPD-Führung ist keine Zusammenarbeit möglich. Wir können nicht mit einer Partei eine Koalition eingehen, die für Sozialabbau ist oder für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das klappt einfach nicht. Die SPD sagt ja, die wollen ja keine Koalition mit uns bilden und die Grünen ja auch nicht. Also daher bleibt uns nur die Möglichkeit, eine starke Opposition zu sein. Also ich finde, der Wahlkampf ist schleppend. Als Kandidatin ist das für mich persönlich sehr neu. Und wenn man noch einen Job dazu hat und alleinerziehende Mutter ist, ist das manchmal ganz schön stressig. Aber ich habe sehr viele neue Menschen kennengelernt. Ich habe sehr viele neue Bekanntschaften geschlossen. Der Wahlkampf läuft sehr schleppend. Als Kandidatin ist das für mich persönlich neu. Es ist das erste Mal, dass ich kandidiere. Und neben meinem Job und als alleinerziehende Mutter ist das manchmal ganz schön stressig. Ich finde das logisch und konsequent. In der DDR wurde die Bevölkerung massiv bespitzelt. Meine Partei hat gerade im Osten dieser Vergangenheit intensiv aufgearbeitet. Und eins haben alle daraus gelernt: Freiheitsrechte sind unantastbar. Kein Staat darf seine Bevölkerung bespitzeln. Und er soll auch nicht zulassen, dass es andere Staaten tun. Ich sehe deshalb ein enormes Versagen der Bundesregierung. Ich denke mal, Per Steinbrück wird sich nach der Bundestagswahl wieder aus der Politik zurückziehen. Aber wenn Sie Gemeinsamkeiten mit der SPD hören wollen, es wäre wichtig, wenn es einen Mindestlohn gibt. Aber die SPD fordert ja einen Mindestlohn von 8,50 Euro. Selbst die 10 Euro, die wir fordern, die reichen nicht, um eine Verarmung im Alter vorzubeugen. Und es wäre gut, wenn die Steuerpolitik künftig die Reichen mehr belasten würde. Er hat mit seinem Ansehen dafür gesorgt, dass die Linke auch im Westen Fuß gefasst hat. Und zwei Positionen prägen ihn noch heute. Gegen Hartz IV, das heißt heute auch für eine Umverteilung von oben nach unten. Und er ist bedingungslos gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr und gegen die Rüstungsexporte. Und diese beiden Punkte sind uns ziemlich wichtig. Deswegen kann ich sagen, er hat unserer Partei genützt. Bei den Fragen der Auslandseinsätze, bei der Europolitik und auch bei der Verkehrspolitik gibt es große Übereinstimmung zwischen der SPD und der CDU. Und da braucht es eine starke Opposition von links. Die Linkspartei ist unverzichtbar. In Niedersachsen, finde ich, sieht man es schon. Es gibt im Parlament keine kritische Opposition von links. Damit fällt viele Kontrolle weg. Das ist schlecht.
Vor allem für die Menschen, für die wir uns einsetzen. Für die Menschen, die am Rand des Existenzminimums gedrängt werden. Auch wenn wir keine Mehrheit haben, aber wir können das Problem erläutern. Zum Beispiel hatten wir das Thema mit der Privatisierung. Das kam ja dann auch von uns. Oben waren sie sich alle einig, die großen Fraktionen. Wir waren die Einzigen, die dagegen waren. Wir haben viel aufgewirbelt, dass das Thema auch in Zelle mitbehandelt wird.